Bonjour, wir sind Desmol, dreht sich frach oder frech um den Fußball mit dem Roger Zeller, Amateur, Trainer und Spieler. Zuerst aber gehen wir spazieren in Bernwiller mit dem Louis Schittli, der sich selber als Kenieler Doktor mit St. Peter bezeichnet. Er zeigt uns in dieser speziellen Zeit, wie sein Kilometer um Süß aussieht. In seinem Bürohof betrachte Louis Schittli mit Plaisir seine Gänse und Kügelhelm. Ich laufe. Wir haben so Krach miteinander und jeder ist der Beste. Es sind das Mann wie ein Mensch. Da ist wirklich ein Blick drauf. Oh. Da ist der Patron. Da ist der Alt, der Pascha. In Bernwiller gehen wir dem 300 Jahre alten Haus, wo der Louis Schittli schon immer gewohnt hat, hat er im Dorf seine Angewohnheiten. Ich gehe in die Wirtschaft, Schwindel. Aber leider Gottes, mit dem ganzen Coronavirus ist die Wirtschaft zu. Und ich bin da bei Titei, muss ich sagen. Denn die Wirtschaft ist mir nicht mehr, wo das Ding hat. Ja. Die Familie kehrt zum Alter für den 82-jährigen ehemaligen Doktor. Auf seinem Gelände bringt er seinen Enkel das Vögelbetrag dabei, sein größtes Hobby. Habe ich eine Ahnung, wie viele Vögel aus dem Melzhaus gab es da? Ein bisschen mehr als 200. Und hier in Bernwiller. Ich schaue die Vögel schon ewig, schon 50, 60 Jahre. Ja, habe ich schon 111 gesehen. Kann man noch essen? Ich glaube. Mit so viel Grüne um sich spürt man den Confinement kaum. Und hat du den Confinement geändert? Gar nicht. Wir leben alle im Dorf, so leben. Wir leben alle weit voneinander. Für was? Wir sind konfiniert seit 30 Jahren oder so. Er selber tut sich gerne einsperren in seinem Büro über den Schier mit seinen Bechern und Souvenirs von Zeiten, wo er die Organisation Médecins Sans Frontières zusammen mit dem Bernard Kouchner gegründet hat. Zahner. Pierre Taillé. Das ist ein Ochs gesehen. Donc bien taillé. Et ça c'est la pierre polie. Das sind alle Schätze, die nach hinten. Ja, die habe ich mitgebracht, die ich gefunden in Afrika, im Sahara. Da ist alles, was Elsass betrifft. Da ist ganz Elsass. Da ist deutsche Literatur. Da ist Französisch geschrieben. Ist aber allerhand Literatur und so. Und da ist Geschichte, Philosophie und da ist Religion. Wenn er nicht liest, schreibt er, wenn auch weniger des Jahres wegen ein Gesundheitsproblem. Schreiben und sei es nur in seinem Tagebuch. Wenn man schreibt, muss man langsam denken. Das habe ich vielmal gemerkt. Wenn ich schreibe, kommen mir viele Sachen alles dazwischen ein. Und wenn ich so schnell auf der Hängematte bin, noch so Gedanken von einem Winkel in den anderen. Und, aber es ist interessant, beide. Ne? Fable ist schon schön. Ne? Ein reiches innerliches Leben, das er auch in seiner persönlichen orthodoxischen Kapelle im Garten pflegt. Eine Religion, die er vor 40 Jahren in Griechenland entdeckt hat. Das ist der erste. Und dann noch, holst du eine Kerze. Holst Kerze, dann fährst du mit. Und oben da, noch an die, die da sind. Freie Kinder, die Lebenden und Verstorbenen. Die Lebenden und Verstorbenen gleich Ehre, das gefällt dem, der als Médecin Paysan bekannt ist und sich am wohlsten in der Natur fühlt. Er hat Bleu gern, aber nur als Farbe, nicht als Zustand. Und was er am liebsten hat, das ist Fußball. Der Roger Zeller ist unser Gast bei Frach oder Frech. Mein Name ist Roger Zeller.
Ich bin Rotrette und habe noch eine kleine Verkaufsagentur daneben, wo ich mit rumkomme. Bist du frach oder frisch? Ich zahle keins vorbei. Ganz einfach, als ich klein war mit meinem Bruder, sind wir sehr streng von den Eltern aufgezogen worden. Und da hat es nicht frach gegeben und auch weder noch frisch. Was sind deine Hobbys? Meine Hobbys sind der Fußball. Das ist die Hauptsache. Ich habe alle Funktionen schon gemacht. Ich bin einmal in der Kommission des schönen Präsidenten der Ligue d'Alsace. Ich bin Trainer in verschiedenen größeren Vereinen. Und bin heute immer noch tätig als Trainer und auch als Spieler. Was ist das Wichtigste für dich im Leben? Andere glücklich zu machen. Gewürz oder Riesling? Oh, beides sind mir egal. Ich trinke Alkohol. Da kann es eins oder das andere sein. Tee oder Kaffee? Lieber Tee. Noch nie einen Kaffee getrunken, auch nicht. Was darfst du denn trinken? Ja, Wasser. Wenn ich von jeder Flasche Patois 10 Sanding bekam, ich glaube, da hatte ich schon eine kleine Kollektion aufbauen. Grün oder blau? Blau, wie kann es grün sein? Wir haben das Blau von der Maillot von der Ägypten France. Wir haben das Blau vom Maillot vom Racing. Und hinter dran haben wir die Lindblöde, stelle ich mal vor. Wir haben viel Blau.